Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Schild. Der nervige Pisser Betis ist besiegt. Mal wieder, er lernt es einfach nicht. Und weiter geht's. Es tut mir leid, die letzte Folge war deswegen über 26 Minuten. Und ist nicht so ganz meins. Ich sag ja, ich will über 20 Minuten. Idealfall so 25 bis maximal 26 Minuten, aber das war viel zu viel. Sorry dafür, ich hoffe, ihr habt trotzdem reingeschaut. Weiter geht's. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenix wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem... Arena-Challenger Betis. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Patanaraja von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Was kümmern sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich seine Assistentin sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Betis, das reicht! Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auf eine Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb die Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemanden wie du für die Arena-Challenge ist nicht geeignet. Ja, du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich bin disqualifiziert. Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena-Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen. Du hast gehört, Betis. Die gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Wow. Die zwei muskulösen Bodyguards, oder was? Ach ja. Ah, nee. Ach, da sind ja auch Sanya und Mark. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos im Pferd zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Warum interessiert dem Kommentator das? Das geht niemandem was an. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Oder auch nicht. Aha. Hier ist ein Licht aufgegangen. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Genau, die Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klein im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Da sind zwei Helden. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi Inn da nur eine einzige Heldenstatue steht. Ja, das frage ich mich auch. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern?
das Schwert ist ein Pokémon. Das Schild ist ein Pokémon. Ich denke mal, beide Antworten sind richtig. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Wenn das, was die Leute das Schwert und den Schild einzueng mit dem Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und der Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich sicherlich nur noch an das Schwert unter dem Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und der Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden diese Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Ha, Durchbruch. Haha. Oh Gott, die Felswand ist eingestürzt. Durchbruch. Oh mein Gott, mein Humor ist wieder am Arsch der Welt. Wenn du dich jetzt wieder der Arena Challenge widmest, sollten wir dir hier helfen. Gib mir ja schon wieder Beleber, oder? Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly. Richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Ich wusste es, die gibt mir immer Beleber, die Frau. Danke. So, aber jetzt erstmal ins Pokémon Center. Und dann mal gucken, wie ich am besten meine Pokémon mal aufwerte. Vielleicht ist online ja irgendwo ein Dynamax Raid zu finden. Ja, bitte mach meine Pokémon wieder fit. Das wäre sehr nett von dir. Tausch abgeschlossen. Ja, dann kann ich ja wirklich erst recht mal nach Raids gucken. Weil die Bonbons sind schon Gold wert, muss man sagen. Okay, das mag ich nicht. Velusi, irgendwie so. Ich mag die Weiterentwicklung. So. Sticker filtern. Diner Raid. Komm, teilnehmen. Bitte, bitte, bitte sei online. Ach, komm schon. Na gut. Dann werde ich wohl oder übel... Moment. Apropos wohl oder übel. Ich verdrück mich andauernd, ne? Pokémon. Ich werde jetzt Dreepy austauschen, denn es entwickelt sich einfach nicht. Und ich bin's leid, die ganze Zeit darauf zu warten, dass sich ein Pokémon entwickelt. Ich habe hier ein Drachen-Pokémon. Ich habe hier ein Toxel. Das Elektro-Gift. Gift ist doch nicht verkehrt. Bewegen. Dreepy hier rein. Ach, Toxel rein. Tut mir leid, Dreepy, aber du bringst mir echt nichts. Du entwickelst dich ja einfach nicht. Ja, jetzt muss ich wirklich Bonbons verwenden. Einsetzen. Keine Ahnung. Ja, Level 29. Level 33. Ja, bringt nicht so viel. Es entwickelt sich. Nanu, Toxel entwickelt sich. Wow, ist das hässlich. Dein Toxel hat sich seinen Reflex entwickelt. Leider. Dieses streitsüchtige und leicht reizbare Pokémon kippt abgestandenes Wasser in sich hinein und nimmt die darin enthaltenen Giftstoffe in sich auf. Funkensprung. Okay, Funkensprung ist cool. Elektro. Wangenrubbler 20. Ja, Funkensprung für Wangenrubbler. Wo Gift und Elektro ist, habe ich noch nie gesehen. So eine, also kann ich mich an kein Pokémon erinnern, was Gift Elektro ist. Ja, komm, noch ein paar Level oben drauf, oder? Machen wir hier mal 5 Stück. Level 37, Ladungsstoß nehmen wir auch.
Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell paralysiert. Dreschflegel, Flegel weg. Und ich habe ja Giftschock gelernt. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Gefunden. Da, Giftschock. Meine mich natürlich auch erinnern zu können, dass die nächste Arena Fee sein sollte. Dann wäre Gift natürlich nicht verkehrt. Ansonsten gibt es hier irgendwie nichts Interessantes. Drachenklaue kann eh keiner lernen. Finsteraura, Inteleon, gut, aber... Boah, nee, irgendwie nichts Interessantes bei. Zauberblatt ist cool. Ja, dann war's das halt. Erstmal fürs Erste. Ja. Reflex, weiblich, Gardevoir weiblich. Ich hab drei weibliche, drei männliche Pokémon. Glaceola ist natürlich auch vom Level noch etwas hinterher. Vielleicht wechsle ich Glaceola auch aus. Pokémon. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ne, ich habe nichts, wogegen ich Glaceola halt austauschen möchte. Ich denke mal, das passt erstmal so. Aber ich könnte Glaceola, ich will die ganze Zeit Guardiola sagen, aber der trainiert ja Manchester City, der hat keine Zeit, in meinem Pokémon-Team rumzuhängen. Glaceola könnte ich ja mal ein paar Level-Ups spendieren. Ja, das reicht. Das sind so Hagelsturm, braucht keiner. Eigentlich schon, aber... Ich weiß, dass ich immer noch nicht stark genug bin. Ich... Das 37 ist schon hart an der Grenze des, Unbrauchbaren. Schau mal, vielleicht... Okay, ich bin noch... Es gibt einfach keine neuen... Es gibt keine neuen, Sticker. Einfach immer mal wieder reingucken. Wenn sich was spontan ergibt... Würscheinwald durchqueren, alles klar. Falls noch nie da warst, hier ein kleiner Tipp. Schau dir die Pilze im Wald sehr genau an. Ich finde es halt doof, dass man hier nicht so aktualisieren kann. Gardevoir, Glaceola. Ah, es passt schon alles irgendwie. Ach, das macht es heller, alles klar. Da war ein Bämon. Ah, die Lichtstimmung hier in dem Gewalt. In dem Gewalt, ja. In dem Wald gefällt mir sehr, sehr gut. Glaceola erreicht Level 37. Sehr, sehr schön. Mich stört, dass mein Inteleon noch nicht so hoch ist. Ich glaube, ich gebe mal nochmal einen Bonbon aus. Okay, jetzt ist das höher als die anderen. Aquadurchstoß. Okay, was macht Aquadurchstoß? Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an, senkt eventuell Verteidigung des Ziels. Also, Aquawelle weg! Gut, damit kann Gardevoir noch oben bleiben, weil es das Schwächste von meinem Pokémon jetzt ist. Ja, der Wald sieht ja mega cool aus. Oh. Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Ja, wusste ich. Altan. Ein Hukumil! Hukumil will ich haben. Hukumil sieht so verdammt cool aus. Vor allem kann man es entwickeln. Ja. Zauberschein. Ich probiere es einfach. Keine Ahnung. Müsste ja Fee sein. Also dürfte es nicht viel Schaden machen.
Okay. Es hat viel Schaden gemacht. Lamelux. Das ist ja süß. Sehr effektiv. Hier, friss Zauberschein, Lamelux. Fatalité. Das ist ja süß. Moment mal. Er hat doch eine zerbrochene Teekanne gefunden. Ist dann das Pokémon damit gemeint, womit es sich entwickelt? Mon Dieu, so starke Pokémon wie dich. Ne, so starke Pokémon-Trainer wie dich findet man selten als kostbare Pilze. Ah, oui, oui. Blum, blum. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Sehr geehrter Herr Pilz. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Ponita. Das Ponita fange ich mir nicht, denn ich bekomme ja eins im Tausch. Und darauf freue ich mich schon. Deswegen werde ich das jetzt hier wirklich nicht fangen. Aber es ist Level 36 als wildes Pokémon. Ich frage mich da auch hier schon wieder, wie stark ist der Arenaleiter? Level 40? Wieso heilt es mich? Und das ist... Das ist aber lieb, ey. Das ist so lieb, ich muss es fangen. Es hat mich geheilt. Gut, es hat gerade auch auf mich eingetreten, aber es hat mich geheilt. Ja, da konnte ich jetzt einfach nicht Nein sagen. Aber ich werde es tatsächlich dann... Okay. Ein Blick in die Augen seines Gegenübers reicht ihm, um seine Absichten zu erkennen. Vor Leuten, die böse Gedanken hegen, läuft es sofort davon. Ich werde es nicht trainieren, ich werde nicht damit kämpfen. Ich werde mir das Ponita gönnen, was man mir als Tausch versprochen hat. Das ist so schön. Ich, keine Ahnung, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinem Team, muss ich sagen. Blendpuder, ein Item, senkt die Genauigkeit des Gegners. Ja, komm. Jetzt geht mein Handy auch noch. Tut mir leid, ich kann nicht drangehen. Da ist ein Pokémon, da ist ein Pokémon, komm her. Das ist ein Bämon. Los, du schaffst es, Gardevoir. Tschüss, Dämon. So. Dann geht's wahrscheinlich hier lang. Zwei Hyperheiler. Da liegt noch ein Item rum. Großwurzel, verstärkt KP stehlende Attacken. Okay. Ja, dann kriegt Gardevoir halt das wegen Diebeskuss, oder? Geben. Ja, ich denke mal, es ist einfach besser und logischer.
Schon wieder nicht. Finde ich doof. Okay. Ein Doppelkampf, wie es mir scheint. Jupp. Mutprobenpärchen Marco und Veronika fordern dich heraus. Winona und Kirlia. Strahl auf Wolnona und Giftschock auf Kirlia. Ich habe gedacht, jetzt hätte ich Feuerfänger übernommen, aber das habe ich ja scheinbar dann doch nicht. Lebt immer noch. Okay, jetzt wirkt dieser Feuerfänger also. Also wirst du aber nie stärker, wenn du gegen schwache Gegner kämpfst. Ah, da hinten geht's scheinbar weiter. Aber da ist noch eine TM. Zwei Hypertränke. Okay, kann ich nicht lang. Ah, hier ist auch eine TM. Schnarcher! Muss ich gegen die Schachtel kämpfen? Ja, ich muss. Madame Eleanor. Diesen Pokéball, Luxusball ist das glaube ich gewesen, den finde ich so schön. Ich würde am liebsten alle meine Pokébälle in Luxusbällen haben. Diebeskuss. Ich brauche HP zurück. Säuselstimme. Angriff von Gardevoir sinkt. Das interessiert mich ja nicht, weil ich keine physischen Attacken habe, sondern nur Spezialattacken. Ja, komm schon, Level 38 möchte ich schon haben mit dir, Gardevoir. Noch ein Servol. Boah. Das war mir gerade zu viel. Vielleicht kann ich ja mit Riffex. Servol scheint mir ja auch Fee irgendwie zu sein, wegen Fee-Attacke. Ja, macht auf jeden Fall schon gut Schaden. No! Ja, hat gut Schaden gemacht, die Frau. Mit ihren Pokémon.
Aber Gardevoir Level 38, damit kann ich echt arbeiten. Finde ich gut. Wie viel Geld? 6600 Pokédollar. Auch das ist sehr gut. Ja, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich für diese Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir noch gerne ein Like und ein Abonnement da. Abonnements sind kostenlos, tun nicht weh, helfen mir weiter. Ja, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder unterhalten darf, dann seid einfach morgen wieder dabei. Denn morgen gibt es auch eine neue Folge Pokémon. Macht's gut, Leute. Ciao.